Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt, hier auf dem Kanal, der so heißt wie der dicke Nerd, der die ganze Zeit redet. Hier sind wieder die Becky und die Michi und weswegen sind im wir eigentlich hier? Schlumpfstil. Ja, oder Avatar-Stil. Ja. Oder im Vault-Stil. Ja, schön, genau. Schöne Vault-Farben. Mhm. Was ist heute? Es ist Sonntag. Mhm. Und es ist 12 Uhr mittags. Und wir sind blau. Ja, das ist ja nichts Besonderes am Wochenende, aber Fußball ist auch. Deswegen sind wir heute hier um die Zeit, weil ihr habt jetzt noch 3 Stunden bis zum nächsten Spiel, falls ihr euch dafür interessiert. Falls nicht, umso besser, denn meine Videos werden auch weiterhin immer um 16 Uhr online gehen, jo. Montag, Mittwoch. Nächste Woche habe ich sogar sehr viel mehr Videos für euch. Nächste Woche habe ich jeden Tag ein Video und zwar ein Unboxing. Ja, warum? Hat sich so ergeben. Es sind so viele Titel reingekommen, wir kommen sonst nicht nach, deswegen gibt's nächste Woche jeden Tag ein Video, freut euch drauf oder auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil, die Unboxings, die mache ich, weil sie geguckt werden, weil sie gesponsert werden. Ansonsten, also ich persönlich mache mir nicht viel aus Unboxings, ganz im Ernst. Ne? Also, aber jetzt nochmal drauf zurückzukommen, warum sitzen wir hier an einem Sonntag um 12 Uhr mittags? Da muss doch was Besonderes passiert sein. Heute taugt das Wetter auch. Ja, was haben wir denn? Was haben wir denn, ja, Leute? Was haben wir denn? Das ist jetzt aber rein spekulativ. Nur weil das Wetter jetzt, wo wir das aufnehmen, gut ist. Wer weiß, ob es morgen ist. Na, das ist auch wieder wahr. Ja, was ist denn? Ach ja, richtig. Wir haben 3000 Abonnenten erreicht. Ja, der Applaus gilt euch übrigens, nicht uns, weil ne, ohne euch hätten wir keine 3000 Abonnenten. Hätten wir gar keinen. Wir haben euch. Ja. Mhm. Ja, und ohne Abonnenten wäre ich quasi nur, oder ohne Zuschauer im Prinzip, weil ihr müsst ja nicht unbedingt Abonnent sein, um diesen Kanal hier anzuschauen. Und ohne Zuschauer wäre ich nur ein Spinner, der einfach in die Kamera redet, so wie früher. Das wäre einfach nur... Mhm. Und ich wäre alleine. Mhm. Wieso das? Weil ich mir das dann alles anhören dürfte, beziehungsweise müsste, ihr dürft ja. Aber ihr seid ja freiwillig hier, genau. Hoffe ich. Es sei denn, ihr seid nur deswegen hier, weil es was zu gewinnen gibt. Denn, das habe ich ja angekündigt, wenn ich die 3000 Abonnenten erreiche, gibt es was zu gewinnen. Kleiner Tipp, ne? Also das mache ich auch bei 4000 Abonnenten nochmal. Also weiter abonnieren, weiter die Daumen unten drücken, ja, und kommentieren, was das Zeug hält. Das müsst ihr heute sowieso machen. Hallo erstmal an all die Neuen. Ja, hallo. Ja, ja, die ganzen Neuen. Es sind nämlich wirklich viele Neue dazugekommen. Wobei, ich habe ja die Hoffnung, dass die auch schon vorher hier geguckt haben und erst neu dazugekommen sind. Ja. Weil es hieß, Mensch, nur wenn ihr abonniert. So, ne, also jetzt gibt's was zu gewinnen. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Obwohl, dafür ist es zu spät, um es kurz zu fassen. Wir haben das Video letzte Woche... Wir sind auch zu alt, um jung zu sterben. Jetzt müssen wir es auch durchziehen. Wir haben dieses Video schon letzte Woche aufgenommen, aber das war nicht gut. Das war... Ja, und da habe ich... Das ging fast eine Stunde. Jetzt habe ich gesagt, dieses Video geht kürzer, aber momentan... Okay, fangen wir mal an. Also, um das zu gewinnen, was es hier zu gewinnen gibt, und das ist eine große Kanalbox, wo ganz viele Sachen drin sind, die hier auf dem Kanal in irgendeiner Art und Weise Relevanz haben... müsst ihr 2 Dinge tun. Zum einen, ihr müsst unten drunter schreiben Hashtag Team gucken oder Hashtag Team hören oder Hashtag volles Programm. So. Erklär jetzt auch bitte warum. Genau, denn das ist quasi auch noch eine kleine, ich sag mal, Umfrage. Denn hier auf diesem Kanal gibt es ja sehr viel mehr als nur meine Unboxings, auch wenn das manchmal den Eindruck hat, als wäre das hier ein reiner Unboxing-Kanal. Aber es gibt ja hier seit Anfang an sehr viel mehr. Und da habe ich euch mal ein kleines Video zusammengeschnitten. Ich habe da mal was vorbereitet und deswegen, ich wollte das schon immer mal sagen, Mats ab! Hallo zusammen, hier ist Michael Speyer von Blu-ray-Disc.de. Das ist ein neues Format, das probieren wir heute mal aus. Heute stelle ich euch ein Hörspiel vor. Rede ist von Geisterjäger John Sinclair. Heute habe ich euch mal wieder einen Comic mitgebracht. Ich melde mich hier aus dem UCI-Kino in Hürth. Ja, hier bei mir Jürgen. Ja, der wollte eigentlich dich mit drauf, aber trotzdem ist er da. Ja, aber gut, ist ja alles dasselbe. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie Gollum, ne? Und die Frisur ist auch scheiße. Ich hätte es gern gehört. Ist ein Hörspiel, kein Hörbuch. Heute mache ich etwas, was mir besonders viel Spaß macht. Ich trinke ein Bier. Ich hätte mal wieder Hunger auf einen Hotdog.
So schaut der Grand Big Mac aus. Ich habe keine Zwiebeln drauf und keinen Salat, weil ich keinen Bock zum Schneiden habe. Meine Frau ist ein bisschen schüchtern. Wir sind nämlich hier im Phantasialand in Brühl. Ich darf da nicht drauf. Ja, Leute, ihr seht mich das erste Mal schlecht gelaunt. Und weil man hier draußen so gut wie gar nichts hört, gehen wir rein. Ich habe diese fickenden Sonderlinge gefunden. Fanghäuser, die ich kenne, haben auch vorne so Scheiben dran. Das sieht aus wie ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Jetzt werden die Witze ein bisschen flacher, weil ist ein Flachspüler. Geil, geil. Ja, ja, super. Für die ganze Familie. Ja, jetzt haben wir hier, also wir haben es jetzt nicht nochmal geguckt, aber es ist ja rein technisch. Ne? Ich habe da jetzt so ein bisschen was zusammengeschnitten, was hier auf diesem Kanal alles vorher los war. Und ihr seht schon, ja, es gibt nicht nur Videos, die hier auf dem Sofa oder da auf dem Sessel aufgenommen werden, sondern wir waren auch früher viel draußen, oder ich, oder also wir beide waren viel draußen. Ich aktuell, beziehungsweise damals Corona geschuldet, ist da so ein bisschen zurückgegangen, aber vielleicht kommt es wieder. Ich hoffe, dass ich das hoffe wieder auch, kommt. Dass genau. Wir demnächst wieder so ein bisschen Michi unterwegs machen können, weil das einfach, das bringt ja auch so ein bisschen rein, ne? Genau. Bisschen genau. Sonne. Genau. Ja. So. Aber bevor es jetzt, wie gesagt, genau. Also, es gibt hier auf diesem Kanal ja Schwerpunkte. Wir haben einmal den Schwerpunkt Filme, dann gibt es den Schwerpunkt Hörspiele und dann gibt es noch ein paar klitzekleine Nebensachen. Wir haben zum Beispiel ja auch Comic-Reviews hier, die allerdings sehr, sehr spärlich besiedelt sind. Dann haben wir Michi unterwegs. Das war, wo ich beim Friseur war oder im Phantasialand waren, war oder. Und dann haben wir natürlich Tag-Videos, die wir wahnsinnig gerne machen, wobei momentan scheint da irgendwie saure Gurkenzeit zu sein. Also momentan sind keine Tags im Umlauf oder ich werde nicht getaggt, das kann auch sein. Habt ihr Angst davor, dass ich euch, dass ich die Tags so beantworte? Taggt mich ruhig, ich bin gar nicht so böse eigentlich. Sei denn, der Tag gefällt mir nicht, dann sage ich das auch. Was gab's hier noch? Egal, aber auf jeden Fall zwischen dem... der Erklärung, Hashtag genau. Team gucken, Hashtag Team hören, Hashtag Team volles das Programm, volle Programm. Volles Programm. Genau, das ist es nämlich. Ich möchte gerne wissen, was euch hierher treibt. Ich würde gerne wissen, seid ihr hier, weil ihr von mir Hörspielkritiken haben wollt? Also guckt ihr primär die Hörspielkritiken oder guckt ihr mehr, wenn es um Filme geht? Oder seid ihr wirklich hier wegen mir? Das wäre mir natürlich am allerliebsten, wenn er dann Hashtag volles Programm macht. Egal, was der dicke Nerd mit dem Bart erzählt, Hauptsache er erzählt und wir gucken das so wahnsinnig gern. Dann einfach Team volles Programm. Es ist ehrlich, ehrlich. Diesmal es ist echte Ehrlichkeit gefragt. Genau, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, was ihr schreibt. Nein. Im Prinzip könnt ihr auch schreiben Hashtag Gewinnspiel. Das wäre auch, wenn das so ist, wenn ihr jetzt wirklich nur hier seid, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, macht das ruhig. Ja. Wichtig ist, dass ihr Hashtag schreibt, weil mit dem Hashtag gebt ihr nämlich zu erkennen, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Ja. So, ich sage die ganze Zeit Gewinnspiel, es ist kein Gewinnspiel, weil Gewinnspiel hat ja verschiedene Regeln und ist eigentlich auf YouTube auch nicht so wirklich erlaubt. Deswegen, das hier ist was anderes. Ich verschenke eine Kanalbox an einen meiner Zuschauer. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten Hashtag entweder Team gucken oder Team hören oder volles Programm oder Gewinnspiel oder ich habe mich verlaufen, keine Ahnung, auf jeden Fall Hashtag. Ach so. Und dann, ja, es wäre mir aber lieb, wenn ihr unten drunter schreibt, was euch an meinem Programm am besten gefällt. So, und dann gibt es noch drei Fragen, die ihr beantworten müsst. So, das müsst ihr beides machen. Um zu gewinnen, müsst ihr erstens Hashtag Team Whatever schreiben und dann die drei Fragen richtig beantworten. Ja. Und unter allen, die Hashtag irgendwas und alle drei Fragen richtig beantwortet haben, losen wir beiden einen aus, der die Kanalbox gewinnt. So. Genau. Die Fragen kommen gleich. Jetzt zeigen wir euch erstmal, was in der Kanalbox alles drin ist. So, erst einmal ganz kurz. Wir haben hier ein paar Sachen drin, die wurden uns gesponsert von Sponsoren. Das war, ist auch wieder so ein geiler Satz von mir. Ne? Gesponsert von Sponsoren. Die Sachen zeigen wir als erstes. Sponsoring by. Sponsored by, genau. Das erste, was wir gesponsert bekommen haben zum Verlosen, sind zwei wunderschöne T-Shirts.
zum Film The Wicker Man. Die haben wir euch damals bereits gezeigt, als wir The Wicker in Man... In weiß, in grau. Ja, vielleicht wäre das Motiv ganz schön. Ja, ja, ich bin richtig, dabei. Ja, die hat uns Studio Kanal gesponsert. Die sehen schon ein bisschen, aber ich denke, die kriegt man aufgebügelt. Oder wenn das so ist wie bei mir, ja, das wäre XL. Wenn ich die anziehe, sind die eigentlich relativ schnell knitterfrei. Ja, weil ich so ein heißer Typ bin. So einmal in weiß und einmal in grau, jeweils XL. Gefallen mir beide sehr gut. Ja, das Schöne ist, wir haben auch noch welche. Ist also nicht so, dass das ist das Wichtigste. Also wir verlosen ja keinen Krempel, den wir loswerden wollen, sondern das sind jetzt Sachen, die wir gesponsert bekommen haben und der Rest, das sind alles schöne Sachen und es ist letzten Endes alles original verpackt. Ja, bis auf, ja, das, was heißt bis auf, weil die können ja nicht original verpackt sein, weil die sind ja nicht verpackt. Ich habe hier zwei Comics von Zauberstern Comics. Das sind die, die nicht nur die tollen Comics rausbringen, sondern auch tolle Hörspielreihen, ja, wie zum Beispiel Jan Tenner ganz aktuell. Das wird momentan von einem neuen Autor, das ist wichtig, liebe Leute, macht euch schon mal Notizen. Die Serie wird gerade von einem neuen Autor geschrieben. Da haben wir einmal den Comic Micros Nummer 5. Und einmal den Savage Dragon 3. So, beides Comics, ja, die sind natürlich ausgepackt, aber das, was heißt ausgepackt? Die kommen so, die sind ja nicht verpackt, die sind nicht eingeschweißt oder so. Ja. Ich weiß, das sind Comics aus einer laufenden Serie. Da kann man also vielleicht nur bedingt etwas mit anfangen, weil die Geschichte halt mittendrin ist. Und aber es sind geile Comics, da könnt ihr mir glauben, die kann man auch so lesen. Und ja, da ist vielleicht auch ein klein bisschen der Hintergedanke dabei, dass ihr euch dann die anderen Comics davor und danach auch noch holt. Aber klar, das ist ja bei allen so. Ja. Ja. So, dann haben wir hier, also das sind zwei Comics von Zauberstern Comics. Dann haben wir hier eine brandneue Blu-ray von Pandastorm Entertainment. Und zwar ist das der allererste Christopher Nolan Film, den Christopher Nolan jemals gedreht hat. Das ist auch so eine, habe ich besprochen, ja. Following. Ein ganz toller Krimi. Suspense-Krimi, ja. Also großartig für Film-Noir-Fans, ja. Ja, im ja. limitierten ja. Mediabook, das ich hier auch ausgepackt habe. Das, daran seht ihr, das kann nicht meiner sein, weil der ist nämlich noch verpackt. Ich war auch angenehm überrascht. Ich bin nämlich überhaupt kein Nolan-Fan. Und bisher musstest du mich ja, Moment, bis auf bisher musstest du mich für jeden Nolan um einen Nolan zu gucken, musstest du mich immer überreden. Ich fand Prestige geil, ich fand Memento geil, ich finde den da geil. Der Schwächste ist Batman, sorry. I'm very sorry. Gut, die anderen habe ich noch nicht gesehen. Welchen meinst du jetzt? Batman Begins? Beide. Es sind drei, aber... Die Nolan-Batmans, da bin ich kein großer Fan von. Ist nicht mein Batman. Okay, ja, okay. Ja, es ist auch nicht mein Batman, ja. Es sind fantastische Filme, aber es ist nicht mein Batman. Aber gut, das ist was anderes. Following im Mediabook. Dieses Mediabook beinhaltet den Film auf DVD und Blu-ray-Disc. Das heißt, ihr könnt hier also auch mitspielen, wenn ihr kein Blu-ray-Equipment habt, ja. Weil es ist nämlich auch eine DVD mit dabei. Ja. So. Dann haben wir... Weswegen ich gerade eben so komisch geguckt habe. Mir fiel dann ein, den Film, den ich von dem auch nicht mochte. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Was wär's denn? Ist gut. Was wär's denn gewesen? Nicht Shutter Island, sondern der andere. Inception. Ja. Inception, den mochte ich auch nicht. So, dann haben wir hier zwei auch brandneue Hörspiele von Titania Medien. Und zwar ist das einmal Gruselkabinett Nummer 190... die Gebrüder Grimm Schauermärchen Nummer 1 habe ich hier vorgestellt. Es ist wirklich schauerlich. Also es gibt ja auch die Gebrüder Grimm Märchen. Was meint ihr, was hier zu Hause los war? Oh. Wieso, weil ich mich da so drüber aufgeregt habe. Ja. Aber hab ich alles im Video gesagt. Ja. Also ne, das nochmal. Und gleichzeitig haben wir hier auch noch Sherlock Holmes, die geheimen Fälle des Meisterdetektivs Nummer 63. Ist auch die aktuelle Nummer. Der Lumpensammler von Paris, der ist so frisch, den habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Kommt aber auch diese Woche. Also aller Voraussicht nach, hoffe ich jedenfalls. Also, ne, also ich muss das auf jeden Fall noch machen. Hier beide Hörspiele, ganz neu, sind von Titania. Von Titania Medien, sind erst vor 2 Wochen in den Handel gekommen, also brandneue Hörspiele. Mhm. Anders schaut's aus bei den Hörspielen, die jetzt kommen, die sind schon länger im Handel.
Aber aus Gründen habe ich die trotzdem mal angefragt. Und der Kim Jens Witzenleiter von Wulfi Office Lieben, herzlichen Dank, Kim, hat mir diese Hörspiele hier zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das die komplette in sich geschlossene Miniserie Die Prüfung, bestehend aus Folge 1 Vaterliebe. So, Folge 2 Journalismus mit der fantastischen Stefanie Preis. Dann haben wir die Folge 3 Justiz und die Folge 4 Finale. Großartige Hörspielreihe. Und wenn ihr die hört, achtet bitte darauf, die Folgen bis zum Ende durchzuhören, denn gerade die letzte Folge hat einen kleinen Cameo-Auftritt von eurem Lieblings-YouTuber. Aber das sage ich jetzt nur so. So, und dann hat der Kim Jens Witzenleiter, weil die habe ich nämlich angefragt, ob wir die vielleicht verlosen können, weil ich die Hörspielserie so toll finde. Und er hat dann aber noch mehr dazu geschickt, nämlich auch noch den Soundtrack zu Die Prüfung auf CD. Das ist jetzt zwar hier so eine, so, ich sag mal, eine Papphülle, aber gut, muss ja auch nicht so viel. Das ich habe auch damals einige Singles richtig, in dem Format ist geholt. Halt, ne? Also ich wusste gar nicht, dass es den Soundtrack gibt. Ja. Und dann hat er noch ein fantastisches Hörspiel dazu gepackt. Ein richtig fantastisches Hörspiel. Großartig. Und zwar ist das Videointegrator. Das ist ein Hörspiel von Thomas Plum und quasi die inoffizielle Fortsetzung des Mike Krüger und Thomas Gottschalk Films Die Einsteiger. Achtung, liebe Zuschauer, achtet bitte drauf, bitte notieren, das könnte prüfungsrelevant sein. So, und auch dieses Hörspiel, großartig, das hat der Kim Jens auch noch mit dazu gepackt. Und wer nicht weiß, Kim Jens Witzenleiter bzw. Wulfi Office macht ja nicht nur Hörspiele, sondern auch Hörspielfilme. Das war übrigens das erste Video, das hier auf diesem Kanal 1000 Zuschauer hatte. Ein Hörspielfilm damals. Blood Resentment. Ja, ich wollte gerade sagen. Richtig. Und dann kam noch Man in Green Teil 3. Auch das ist ein Hörspielfilm auf DVD. Das heißt, das ist das Hörspiel Man in Green 3. Und da hat er dann so lustige Bilder noch dahinter, die man sich dann währenddessen angucken kann, die einen da in die Atmosphäre reinholen. Auch das landet mit in der Losbox. Ist auch eine DVD. Ganz kurz erwähnt. So. Vielen lieben Dank an alle Sponsoren. Vielen, vielen lieben Dank an die tollen Sponsoren, ohne die wir diese Box deutlich schmaler hätten verschicken können. So, dann haben wir hier noch weitere Hörbücher. Zwei Hörbücher, die wandern auch noch mit in die Box rein. Und zwar ist das einmal Pierre Lemaitre, 3 Tage und ein Leben. Die ungekürzte Lesung mit Torben Kessler. Ja, das ist eine, ich glaube, das ist eine MP3-CD. Wenn ich mich genau, 5 CDs, Laufzeit 6 Stunden 59, ist keine MP3-CD, sind richtige CDs, ein Hörbuch und dann noch das Hörbuch After Love von Annie Todd, jetzt im Kino, ja, schon ein bisschen älter, das sind 3 MP3-CDs mit einer Gesamtspielzeit von 28 Stunden 10 Minuten, kann man also schön beim Bügeln oder so hören. Wunderbar. Oh, die Ferienzeit beginnt hier in Nordrhein-Westfalen bald. Also, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, über einen Brenner oder so. Vorausgesetzt, ihr habt ein MP3-Radio im Auto, dann kann man das machen. Ne? Also, After Love ist auch noch mit drin. So, und dann haben wir, weil es hier auf diesem Kanal ja auch immer wieder sehr viele Filme gibt, habe ich noch ein kleines buntes Filmpaket dazu gepackt. Und zwar haben wir da einmal. Ich hole die Kiste mal rüber. Ich hole einfach mal die Kiste hier rüber, dann ist es einfacher. Genau. So. Dankeschön. Dankeschön. Ich packe meinen Koffer und packe rein Li Fung, das glorreiche Schwert. Ein Eastern, original verpackt auf DVD. Und da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, außer der Film ist freigegeben ab 18 Jahren. Deswegen ist dieses Gewinnspiel auch ab 18 Jahren erst. Das heißt, ihr könnt natürlich erst teilnehmen, wenn ihr 18 Jahre seid, sonst kann ich euch den Gewinn nicht schicken, mache ich mich quasi strafbar. Das heißt, ich würde dann im Zweifel einen Altersnachweis erfragen. So, und wo ein Eastern ist, ist ein Western nicht weit, deswegen der Colt aus Gringos Hand. Boah, geiler Western. Ein Eastern, ein Western, ist für jeden was dabei. Was denn? Ist doch geil. Hier, auch limitiert
und nummeriert auf 500 Stück limitiert. Ihr bekommt von mir die Nummer 17. Kann man das sehen? Kann man nicht. Da war es gerade die Nummer 17. Das ist im Schuber sogar. So, dann haben wir hier noch einen fantastischen Film, wirklich großartig. Der ist letztes Jahr im Mediabook rausgekommen. Ich habe euch hier die DVD dazu gepackt. Und zwar ist das Carlitos Way von, nicht Martin Scorsese, der andere. Ich komme gerade nicht drauf. Brian De Palma. Natürlich, Brian De Palma. Ein Gangsterfilm mit Al Pacino in der Hauptrolle. Großartiger Film. Ich habe ihn erst letzte Woche geguckt. Lass mich doch halten, dann glänzt es auch nicht so. Guck mal da, wunderbar. Ja, was denn? Ja. Großartiger Film. Mit auch Sean Penn ist auch noch mit dabei. Ganz, ganz toller Film. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. So, dann haben wir noch, wenn wir schon Filme reinpacken, dann geht es eigentlich nicht ohne einen Nicolas Cage-Film. Deswegen, ja was denn, ist ja so, habe ich euch hier Sympathy for the Devil mit reingepackt. Auch das ein packender Psychothriller mit einem ganz leichten Mystery-Touch. Ganz toller Film, auch Sympathy for the Devil. Wer sich fragt, weswegen er jetzt nichts über diese Filme sagt, es ist nicht so, dass er die nicht gesehen hätte. Nein, wir wollen das Video kurz halten. Und wir sind jetzt schon bei, ihr seht, wie weit wir sind, ne? So. Ich habe die meisten Filme davon auch schon in früheren Videos vorgestellt, also muss ich da jetzt auch nicht. So, und dann haben wir noch der Bondelkramer und die ewige Liebe mit unser aller Liebling Michael Bulli Herbig und hier der Sebastian Stietzel ist auch noch mit dabei. Bezel. Wie habe ich gesagt? Was Stietzel. Ach so, wie komme ich drauf? Ja, der Sebastian Bezel ist dabei. Hier Harpe Kerkeling als Teufel. Perfekt. Das ist die Fortsetzung übrigens vom Brandner Kasper. Mhm. Und wenn ihr jetzt sagt, ja Mensch, ich habe den Brandner Kasper gar nicht gesehen, habe ich bedacht, den lege ich euch auch noch mit rein. Die Geschichte vom Brandner Kasper, eine Geschichte, ein Film von Josef Filzmeier, Michael Bulli Herbig und Franz Xaver Kreutz. Wunderbarer Film, wunderbare Filme. Die sind witzig, die haben viel bayerische Original, das Herzblut mit drin. Ja. So, wunderbare Filme. So, das alles könnt ihr gewinnen. Also diese ganze Box bestehend aus Filmen, aus Comics, aus T-Shirts und aus Hörspielen. Und wisst ihr was? Als kleines Minischmankerl lege ich euch noch dieses Buch mit oben drauf. Es ist nichts Besonderes, aber dann könnt ihr wenigstens sagen, guck mal hier, ich lese nicht nur, ich guck nicht nur Comics und guck nicht nur Filme und höre mir nur Hörspiele an, ich lese auch hin und wieder mal was. Könnt ihr einfach noch mit drauf tun. Ja, und das hat viele positive Eigenschaften. Dieses Buch eignet sich perfekt, wenn ihr ein wackelndes Tischbein habt. Oh. Oder wenn eine Fliege erschlägt man nicht mit dem E-Book-Reader. Nee. So, ne? Also dieses Buch hat so viele Vorteile und hinten drin ist auch noch ein ganz bescheuertes Bild des Autoren und ganz viel Platz hinten sind ganz viele leere Seiten für Notizen, genau. Ich meine, es hätte besser machen können? Nein. Nein, das ist einfach. Ja. Und ich habe jetzt gerade das. Ja, irgendwie. Okay. Das, nee, weswegen habe ich mir jetzt gerade eben so geschmunzelt. Leute, wir sind so alt. Wir kennen Amazon noch. Da waren es noch mit den Ameisen. Da hat Amazon nur Bücher vertrieben. Und ich glaube. Wohin? Ja, und ich habe, jetzt hast du mich rausgebracht, und ich hatte jetzt eben den Slogan im Kopf von wegen Versand kostenfrei, wenn Buch dabei. Ich glaube, das ist aber Weltbild, ne? Weiß ich nicht, aber unsere Versandkosten, also die werden wahrscheinlich da. Ich glaube, das war Weltbild. Das ist ja auch nichts. So, jetzt. So noch, alt sind wir. So, jetzt noch ein paar harte Fakten. So, ja, harte zunächst, Fakten. Zunächst erst einmal. Hashtag. Moment, gleich nochmal. Also, YouTube hat mit diesem Gewinnspiel nichts zu tun. Also, ja. Punkt 1. Sollte dieses Video auf Facebook, Twitter, X oder wie es alles heißt oder Instagram geteilt werden, auch diese sozialen Netzwerke haben nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun. Das ist alleine unser Privatvergnügen und es ist auch streng genommen kein Gewinnspiel. Ich verlose das quasi an einen von euch, von meinen Zuschauern. Das heißt, ihr müsst diesen Kanal dafür nicht abonnieren. Ihr müsst kein Like da lassen. Ihr müsst den Kanal nicht teilen. Auch dieses Video nicht. Ich kann es abgesehen davon sowieso nicht kontrollieren, ob ihr das macht. Deswegen müsst ihr alles nicht machen. Es wäre nett, wenn ihr es macht. Ja. Aber ihr müsst es nicht. So, was ihr machen müsst, ihr müsst unten in die Kommentare reinschreiben. Hashtag Team gucken. Hashtag oder Hashtag Team
hören, wenn ihr mehr Hörspiele haben wollt. Oder Hashtag volles Programm, wenn euch das alles gefällt. Oder was auch immer, Hashtag ne, Gewinnspiel. Wenn ihr jetzt nur wegen dem Gewinnspiel hier seid, dann seid so ehrlich und schreibt das. Die Hashtag-Sachen könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmt. Genau, so, das ist es nämlich. Das ist einfach nur so eine Art Umfrage, damit ich weiß, was ihr hier sehen wollt. Ja. Dann müsst ihr zusätzlich noch drei Fragen beantworten. Wenn ihr mitspielen wollt. Wenn ihr mitspielen wollt. Genau. So, dann gibt es natürlich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gibt keine Barauszahlung der Gewinne. Nope. Die Gewinne bekommt ihr von mir zugeschickt. Das bedeutet, ich muss dann eure Namen, weil das hier ja ausgelost wird. Das heißt, wenn ihr dran teilnehmt, seid ihr damit einverstanden, dass euer Name bzw. euer Nickname hier genannt wird. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um hier dran teilnehmen zu können. Und wenn ihr das Gewinnspiel in einem angemessenen Zeitraum, den ich mit einem Monat jetzt mal betitle, nicht, wenn ihr gewonnen haben solltet, euch nicht bei mir meldet, dann verfällt der Gewinn. So, ja, also dann schmeiße ich die Sachen nicht weg, aber das ist einfach das Rechtliche. Also, das steht aber auch alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen die drei Fragen, die ihr mir beantworten müsst. Und die sind eigentlich gar nicht so schwer, wenn ihr aufgepasst habt oder wenn ihr wisst, wo ihr auf meinem Kanal suchen müsst. Denn es geht um Fragen, die ihr beantworten könnt, wenn ihr entweder diesen Kanal regelmäßig guckt oder jetzt mal ein bisschen durch meinen Kanal durchsurft. Frage Nummer 1 lautet, wie ist der Name des Autoren der Serie Jan Tenner, der neue Superheld? Und Achtung, gefragt ist hier nach dem aktuellen, nach dem neuen Autoren. Es war nämlich vorhin Kevin Hayes, der ist es mittlerweile nicht mehr. Seit, ich glaube, Folge 26, aber ich nagelt mich da nicht fest, hat die Serie einen neuen Autor. Der wurde in den letzten Hörspielbesprechungen von mir mehrfach genannt. Er steht auch in der Videobeschreibung. Ihr findet den Namen wahrscheinlich auch auf Zauberstern-Records. Also ihr könnt den Namen rauskriegen. Es ist kein wahnsinniges Geheimnis. So, Frage Nummer 2. Auf welchem deutschen Film basiert Thomas Plumps Hörspiel Videointegrator, das ihr hier gewinnen könnt? Auch das könnt ihr rauskriegen, indem ihr zum Beispiel dieses Video nachher zurückspult oder euch meine Videorezension zu Videointegrator anschaut. Den Link dazu findet ihr im Anschluss an dieses Video hier oben oder da in der Ecke. Da gehe ich nämlich nochmal auf dieses, also da verlinke ich euch das nochmal so, dass ihr es euch anschauen könnt. Also auf welchen deutschen Film basiert das Hörspiel Videointegrator? Also welches Hörspiel, welcher Film wird da fortgesetzt? Und Frage Nummer 3. Von welcher Fastfood-Kette war der Hotdog, den ich in einem meiner ersten Videos hier auf diesem Kanal gegessen und rezensiert habe? Das Video wird aber nicht verlinkt. Das müsst ihr selber finden. Das müsst ihr selber finden. Oder ihr wisst es vielleicht. Also, es ist auf jeden Fall leicht zu finden, denke ich mal, wenn ihr Michael Speyer und Hotdog eingebt. Dich hätte ich gerne als Lehrer gehabt. Echt. Ja, wieso? Ich will ja auch, dass sie eine Gewinnchance haben. Was nutzt das denn, wenn ich frage, wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben? Ja, ist schon klar. Unten rechts. Ich fand den einfach nur geil. Der ist auch schön. Ja, der ist einfach ein geiler Witz. So, und wenn ihr das alles gemacht habt und 18 seid, und dann kommt ihr in den Lostopf. So, und wie lange ist dieser Lostopf? Bis zum 30. Juni, Juni 2024, 23.59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Also quasi am 1. Juli ist es vorbei. Ja, da läuft bis zum 30.06.2024, kurz vor Mitternacht. Ja, bis Mitternacht. Also wenn ihr bis zum 30.06., das ist der letzte Tag, unten reinschreit, dann ist alles gut. So, und dann danach verlosen wir das Ganze, die ganze Kiste. Genau. So, das wären die Fakten. Hatte ich noch irgendwas vergessen? Ich hatte gerade noch irgendwas, was ich noch sagen wollte. Wenn ich dich rausgehauen habe. Ein bisschen hast du mich rausgehauen, aber ja, naja, besser raus als reinhauen. Mhm. Ja, also, ne, bis dahin läuft das Gewinnspiel.
und danach dann nicht mehr. Ach so, ja, wundert euch nicht, wenn ihr da unten in die Kommentar einen Kommentar absetzt, das wollte ich noch gesagt haben, ist der unsichtbar. Mhm. Das heißt, die Kommentare, die verschwinden. Ihr schreibt rein und dann sind die nicht sichtbar. Und zwar für andere. Für andere. Ja, wenn ihr jetzt nicht am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, oder wenn ihr jetzt nur Hashtag schreibt oder was, ja, dann, damit ich das weiß, oder nur einen Gruß da lassen wollt, dann schalte ich diese Kommentare manuell frei. Mhm. Die werden von manuell freigeschaltet. Oh. Der manuell, der macht das. Ach, also, nee, der mit unten rechts. Der hat nicht funktioniert, ja, ja. Die Tür öffnet manuell, ne? Danke, manuell. Ja, ja da, okay, man konnte man nicht umsetzen, nein. Das heißt, eure Kommentare, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, werden unsichtbar. Das hat den Hintergrund, dass ihr den anderen nicht verratet, wie die Lösungen sind. Ja, ja, sonst, der Erste schreibt die richtige Lösung hin. Der Spinks wird nicht. Und der Zweite, ach, da steht es ja schon, brauche ich nicht viel arbeiten. Ne? Ja. So läuft das hier nicht. Abstand so läuft das hier nicht, genau. Ne? Dann setzen 6. Ja. Ja. So, das war's eigentlich. Ja. Ne? Damit sind wir jetzt durch. So, das war's für heute. Jetzt könnt ihr gleich Fußball gucken. Und, Oder auf den Trödel gehen. Da sind wir jetzt gerade. Ja, genau jetzt im Moment, wo ihr dieses Video seht, sind wir höchstwahrscheinlich auf dem Trödel. Deswegen ist dieses Video auch keine Live-Premiere. Wenn es doch eine ist, dann sind wir nicht auf dem Trödel. Aber wahrscheinlich sind wir auf dem Trödelmarkt. Ja. In Euskirchen. So. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Vielen Dank für die für den Support. Ja. Weiter Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Und ich habe gehört, ganz wichtig ist wohl auch die Glocke. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe so vieles nicht. Aber YouTube sagt, wenn du die Glocke unten aktivierst, dann wird dein Kanal wertvoller. Macht es einfach. Macht es einfach. Drückt doch drauf. Tut doch keinem weh. Ja, dafür gibt es keine Werbung. Kostet euch auch nichts. Und ihr kriegt auch keine Waschmaschine von mir nach Hause geliefert, die ihr dann bezahlen müsst. So, also bleibt gesund, bleibt geil und bis zum nächsten Mal. Und allen, die mitspielen, ja, viel Glück. Daumen sind gedrückt. Ne? Bis dann. Eure Becky. Und der Micha. Tschüss mit Ö. Schönen Start in die nächste Woche. Ja, ich kann es echt versauen. Schönen Montag.